Guy, wie immer Klarheit. Die Leiche wird wie ausgelaugt, die längst von mir beschrieben, denn das Opfer wurde ausgesaugt, kein Tropfen ist geblieben. Meine These entspricht der Wahrheit. Moment noch, halt, sie geht zu früh, sie müssen uns noch sagen, wo ging sie hin, wen suchte sie? Bleib hier, es gibt noch Fragen. Höchste Eile ist geboten. Der wird, wenn wir ihn verlieren, einer von den Lebendtoten, die nach Blutkonserven gieren. Ach, drum wollen wir diesen Verstorbenen lieber zurückspielen. Gut, Madame Chagall, der Körper ihres Gatten ist verloren, aber wir können seine Seele retten. Gemäß von Helsings Theorien und meinen eigenen Schriften gibt's keine bessere Therapie, um Seelen zu entgiften. Viele Neurosen sind heilbar durch Stoßen. Durch Stoßen? Was wollen Sie durch Stoßen? Sein Herz mit einem Schlag. So. Zack! Seine Stoßen mit diesem Stock. Nicht zu fassen, einer tiefen Bock. Raus hier weg! Thank you.
so heiß, doch es war nicht ganz schön. Gestern noch voll frisch, heute so still. Gestern noch prächtig, heute schon mild. Doch zu sein ist komisch, doch zu sein ist komisch. Und wo liegt das Herz? Zwischen dem siebenten und dem sechsten. Rippenbogen. Ja.
Herr Professor. Ich bin nur ein Opfer. Vielleicht zeigt er uns den Weg zu ihr. Welchen Weg? Zu wem? Zu seiner Tochter. Gut, ich gehe voraus. Sie folgen mir. Sie hören es. Er führt uns hin. Wie gut, dass wir ihn trafen. Bestimmt entdecken wir durch ihn das Schloss von diesem Grafen. Oh, gut. Von Krolok, dieses Schloss gehört mir. Das Hässliche zu sehen. Sie wird satt von dunklen Träumen und lässt Hotels aus freien Stücken zu mir gesellt, soll Antwort erhalten auf Fragen, die er nicht hält. Ich weihe euch ein ins Mysterium meiner Welt. Müde von der Einsamkeit ersehne ich
Gesucht. Zukunft ist Vergangenheit und Gegenwart ist Fluch. Endlos ist das Meer der Zeit, doch man kann nur am Ufer leben. Es keine Erlösung geben. Nicht so ungut, Herr Exzellenz. Wir sind rein zufällig hier vorbeigekommen und wollten eben nur einen kleinen Blick auf Ihr prächtiges Anwesen werfen. Spätes 13. Jahrhundert, wenn ich nicht irre. Ach, ich sehe. Ein Mann von Bildung. Mit wem habe ich das Vergnügen? Oh. Professor Afronius aus Königsberg. Der Professor Afronius? Sie haben von mir gehört? Ich las Ihr Buch Die Fledermaus. Genial! Ich war gefangen. Das freut mich, denn bei mir zu Hause werde ich meist übergangen. Logik, Logik. Wer würde ich schon die Logik? Sie müssen mir Ihr Buch signieren und lange, lange bleiben. Ja, gern. Ich kann ja auch hier studieren und Forschungen betreiben. Wer ist diese Jüngling? Gewiss ein Student. Alfred, er assistiert mir. Brav, Alfred, Kompliment. Dies ist mein Sohn Herbert. Er freut sich bestimmt. Ihr werdet mal Freunde sein. Find ich jemand, der zu Hause. Kukol! Kukol wird sie auf ihr Zimmer führen. Möchte eine Mäusige. Pardon, Exzellenz, ich vergaß ja ganz, wie spät es schon ist. Sie müssen müde sein. Ich bin ein Nachtvogel. Tagsüber nicht zu gebrauchen. Alfred, vermisst du nicht etwas? Mein Schwan. Wohl dem Mann, der seine Jugend nutzt und neue Wege wagt. Wohl dem Mann, der seinem Herz folgt und nicht Professoren fragt. Denn nur dann, wenn du erwachsen wirst, bleibt dir kein Traum versagt. Wer jung ist wie du und interessiert, braucht keinen senilen Narren, der ihn kommandiert und überhaupt nicht versteht, was dich fasziniert. Ich weiß, was du fühlst und denkst, ich kann dein Sinn spüren. Wenn du mir dein Vertrauen schenkst, dann werde ich dich fühlen.
dieser Schwamm ist für mich sehr viel wert. Ich verstehe. Ich bekam ihn. Das Ziel deiner Sehnsucht ist dir näher als je. Tatsächlich. Vertrau mir. Im Traumland der Nacht herrsche ich als Magier, mehr Wunder möglich macht. Sink mit mir ins Meer der Zeit, lern von mir, was es heißt zu leben. Das Glück der Traurigkeit, fühl die Wollust, dich aufzugeben. Such mit mir den schwarzen Gral, ich lehr dich, was es heißt zu lieben.